In einer Meta-Analyse aus 16 Studien, wo Teilnehmerzahlen zwischen 3.800 und knapp einer halben Million Probanden für 25 Jahre begleitet wurden und es um Langlebigkeit ging, konnte ein Trend ganz klar herauskristallisiert werden. Mit bereits 40 Minuten pro Woche konnte hier das allgemeine Sterberisiko um 15% gesenkt werden, wenn man Sport getrieben hat. Das galt auch für kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und Krebs. Ja, man kann mit wenig schon tatsächlich sehr, sehr viel erreichen. Das ist nochmal an alle die gerichtet, die noch wirklich so gar nichts machen halt an Sport, ja. Also ihr seht, ein bisschen was, das ist schon richtig knackig, ja. Das geht aber auch noch besser, ja, wartet ab. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Also erstens, wieso spielt Muskeltraining eine Rolle bei der Langlebigkeit, ja. Muskeltraining erhöht zwangsläufig die Muskelmasse, da der Körper sich dem Reiz anpassen muss, Voraussetzung, genügend Kalorien und Proteine werden natürlich zugeführt. Diese neuen Muskeln haben einen höheren Grundumsatz, da sie viele Kraftwerke beinhalten, die Brennstoff brauchen. Der Stoffwechsel steigt. Das bedeutet auch, dass der Blutzucker sinkt, da der Körper jeden Brennstoff im Muskel benötigt. Wenn man dem Körper signalisiert, du brauchst diese Muskeln und sie auch tatsächlich auch trainiert. Nichts ist so stark mit der Todesursache Nummer 1 in Deutschland negativ assoziiert, wie der Blutzucker, beziehungsweise auch positiv assoziiert, wenn er hoch ist, ja. Und zwar das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Darum geht es. Zweitens, das gleiche gilt für die Blutfette. Auch Fett ist ein Brennstoff und wird vermehrt aus dem Blut gefischt für die Energiegewinnung. Zu hohe Blutfette können Arterien verengen und einen Schlaganfall begünstigen. Von daher, viele Muskeln essen das Fett ganz gerne mal aus dem Blut. Drittens, beim Sport wird viel Energie verbraucht und gebraucht, ja, das heißt verbraucht und gebraucht, in den Kraftwerken der Zelle, auch Mitochondrien genannt. Bei uns im Körper entstehen dabei Sauerstoffradikale. Diese sind schädlich. Jetzt könnte man sagen, ja, Sport schadet uns ja tatsächlich. Das ist auch erstmal so, nur spielt das eine sehr untergeordnete Rolle, denn der Körper, wenn er nicht gerade krank ist oder mit Giften wie zum Beispiel Schwermetallen belastet ist, kann selbst Antioxidantien herstellen, die diesen Effekt puffern. Diese bleiben auch erhöht nach dem Sport. Antioxidantien und gerade die körpereigenen, wie zum Beispiel Q10, Glutathion, Alpha-Liponsäure, Superoxid-Dismutase, sind mit deinem Zellschutz assoziiert und damit auch mit deinem Krebsrisiko, wie wahrscheinlich das ist. Ja? Das heißt, wie viele Radikale hast du und wie viele Antioxidantien hast du, die das puffern können. Wenn dir der Content bis hierhin gefällt, lass mir sehr gerne mal einen Daumen nach oben da. Das freut mich natürlich sehr, sehr gerne und schreib mir sehr gerne mal was Liebes in die Kommentare. Das zaubert mir natürlich immer ein Lächeln auf die Lippen. Daher möchten wir möglichst erfolgreich Sport treiben können und das am besten mit wenig Aufwand. Ja? Und dann natürlich die besten Ergebnisse erzielen. Der größte Faktor spielt dabei natürlich die Regeneration. Wie schnell der Körper wieder erholt ist und seine Muskeln anpassen konnte, so dass er beim nächsten Training, dem nächsten Reiz, also dem Training, ja, wieder mehr leisten kann, als er zuvor konnte. Ja. Der Stoff, um den es heute geht, ist Ekdysteron. Schreibe ich hier mal an. Bisschen komplizierter Name. Es ist ein pflanzliches Hormon, genau genommen ein Steroidhormon, also auch eine Art Sexualhormon. Ja. Man sieht, es ist sehr ähnlich von der Struktur her unseren Steroidhormonen im Körper, ja, wie zum Beispiel Testosteron, ja, kennt jeder, das männliche Sexualhormon. In Studien konnte früh gezeigt werden, dass Ekdysteron bei der Bildung von Muskelfasern unter bestimmten Bedingungen und Konzentrationen in der Wirkung sogar dem IGF-1-Wachstumshormon und dem Testosteron überlegen scheint. Siehe hier, und das Ganze statistisch signifikant. Die Konklusion der Wissenschaftler lautet wie folgt. Eine anabole Aktivität von Ekdysteron wurde durch unsere Untersuchung eindeutig bestätigt. Die anabole Potenz des Ekdysteron war vergleichbar und sogar höher als bei den anabolen androgenen Steroiden SRMS und IGF-1. Und das alles legal in Deutschland? Fragezeichen. Ja, richtig. Denn interessant wird es natürlich jetzt, was passiert, wenn man das mal Menschen gibt und schaut, wie diese Menschen sich verändern durch die Gabe und ob es wirklich, wie oben beschrieben, auch ansatzweise so wirken kann. Zunächst gab es eine Studie mit Spinatextrakt, die sogar doppelblind randomisiert war. Das bedeutet, zwei Gruppen wurden zufällig allokiert und diese beiden Gruppen wussten nicht, ob sie das Placebo bekamen oder ob sie den Spinat gefuttert haben.
Doch, wie, also Spinatkapseln, das Extrakt natürlich halt, ja. Spinat essen, das merkst du schon, das ist nicht so ganz so lecker. Doch wieso jetzt Spinat? Wovon redet er da eigentlich, ja? Was viele nicht wissen, hatte Popeye damals schon ziemlich recht, ja. Dass Spinat sehr, sehr stark macht, denn kein Lebensmittel enthält mehr Ägdosteron als Spinat. 132 Gramm am Tag wurden gegeben mit knapp 50 Teilnehmern. Diese Gruppen waren auch, also Spinatextrakt, ja. Diese Gruppen waren auch miteinander vergleichbar, denn der Blutdruck, das Gewicht, ja, und das Alter unterschieden sich nicht statistisch signifikant, was natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, damit die Studie auch eine gewisse Qualität hier hat, ja. Dann wurde natürlich noch die Muskelmasse und die Fettmasse bestimmt, ja. Auch dort kam es zu keiner statistisch signifikanten Unterscheidung in den beiden Gruppen, was ja auch wichtig ist, wenn die einen extrem übergewichtig sind, die anderen nicht. Ist die Wirkung natürlich eine völlig andere, weil die Menschen auch mehr Blut haben zum Beispiel. Die erste Übung, die die Placebo-Gruppe und die Spinat-Gruppe nach 12 Wochen machen mussten, war die Übung der 180 Grad Kniestrecker. Man sieht hier eindrücklich, dass der Kraftzuwachs in der Spinat-Gruppe, welches ja viel Ektosteron beinhaltete, statistisch signifikant war, nicht aber in der Placebo-Gruppe. Auch in einer anderen Übung zeigte sich der gleiche Trend, ja, dass hier zwar auch der Kraftzuwachs in der Placebo-Gruppe signifikant war, aber in der Spinatgruppe aber noch mehr war. Die Konklusion der Wissenschaftler lautet dann dementsprechend wie folgt. Die wichtigsten Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen bei der Muskelkraft, die mit isokinetischer und isometrischer Dynamometrie gemessen wurde und bei der Muskelqualität sowie eine Verringerung der Fettmasse und einer Zunahme der Muskelmasse. Wobei man sagen muss, ich habe mir das mal genauer angeschaut, dass die Fettwerte und Muskelmasse auch signifikant in der Placebo-Gruppe, ja, aufgeführt waren und gemessen worden sind. Aber eben der Kraftzuwachs, ja, unterschied sich hier eben dann doch noch deutlich halt, ja. Aber auch viele andere weitere Faktoren sind auch in der Placebo-Gruppe wirklich krass gestiegen. Von daher sieht man auch nochmal, wie mächtig letztendlich auch einfach nur ein Placebo ist, ja. Aber der Kraftzuwachs war hier auf jeden Fall unterschiedlich. Und zwar nochmal wirklich deutlich, ja, zu der Spinatgruppe. Jetzt kann man sagen, ja gut, ja, muss ja nichts heißen. Das sind ja die positiven Effekte auf Ektosteron im Spinat zurückzuführen. Glaube ich eher nicht, ja. Richtig. Deswegen habe ich eine andere Menschenstudie herausgesucht zu Ektosteron, ja, und zwar da, wo es mal genau getestet wird, wo wirklich Ektosteron gegeben worden ist. Der Titel der Studie: Ektosteronoide als nicht konventionelle Anabolika. Leistungssteigerung durch Ektosteron-Supplementierung beim Menschen. Ja. Die Studie war ebenfalls mit knapp 50 Teilnehmern und ging über 10 Wochen, wo am Anfang und am Ende Urin-, Blut- und Sportkrafttests durchgeführt worden sind. Es gab eine Placebo-Gruppe, ja, dann gab es eine Gruppe, die hat 2 Kapseln bekommen von Ektosteron, dann gab es eine Gruppe, die hat 8 Kapseln bekommen von Ektosteron, ja. Zunächst sieht man, dass die Gewichtszunahme in Körpergewicht gemessen am höchsten war in der Dosierungsgruppe Ektosteron 2, das heißt die hochdosierte Ektosterongruppe mit 8 Kapseln. Das kann auch schlecht sein, denn Übergewicht will ja keiner haben, sondern wir wollen ja Muskelmasse. Doch tatsächlich war auch der Muskelzuwachs am höchsten in der Ektosterongruppe, und zwar die, die viel Ektosteron genommen haben, das heißt 8 Kapseln. Und der war signifikant. Ja, in der Placebo-Gruppe wurde sogar Muskelmasse verloren, sehen wir hier. Doch Muskelmasse korreliert, ja, doch auch mit Muskelkraft, ja. Wie sieht es denn dort aus? Ja, auch dort konnte der größte signifikante Kraftzuwachs in der Viel-Ektosteron-Gruppe festgestellt werden. Das gleiche galt auch für das Bankdrücken. Auch hier war die Viel-Ektosteron-Gruppe am signifikantesten und damit auch am stärksten, ja. 10 Wochen Einnahme. Hier war der Vergleich auch tatsächlich noch statistisch signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe sogar noch, ja. Jetzt habe ich gespuckt beim Reden. So. Trotzdem sieht man hier auch nochmal, wie stark tatsächlich ein Placebo wirken kann, ja? Denn diese Werte sind auch beachtlich gestiegen. Daher Leute, glaubt an euch, egal was ihr macht. Nur der Gedanke macht dich schon stärker, ganz zu schweigen von dem, wenn du mal anfängst, wirklich etwas zu tun. Wozu du in der Lage bist, entscheidest du letztendlich auch ein bisschen mit deinen Gedanken, ja? Jetzt könnte man sagen, das ist ja alles Zufall, ja? Das ist doch alles tatsächlich, ja, auch die Blutuntersuchungen und so weiter müssen doch erstmal ergeben, dass auch wirklich so viel Ektosteron im Körper angekommen ist und diese Erhöhung im Blut dann auch mit dieser Wirkung zu erklären ist, dass diese im Bankdrücken und so weiter viel stärker geworden sind. Und tatsächlich ist das auch der Fall. Man sieht hier gerade in der
8-Kapsel-Ektosteron-Gruppe ist der Spiegel natürlich am meisten gestiegen, ja. Und daher auch darauf zurückzuführen, ja. Jetzt gibt es natürlich noch einen obendrauf. Und zwar gibt es das Ganze nicht nur in Kapseln, sondern auch noch in liposomaler Form, ja. Das Ganze von Puracell, wodurch die Bioverfügbarkeit des Ektosterons nochmal enorm gesteigert wird. Ich kann es kaum abwarten, bis die Flasche endlich bei mir eintrifft. Ich durfte das jetzt einmal kurz kosten. Wir sehen uns im nächsten Video. Testet es ja gerne mit mir zusammen. Ich packe das mal unter das Video. Und für mich ist es ein Hammerstoff und absolut unterbewertet. Und ich glaube, da wird noch ziemlich viel folgen, ziemlich viele Studien. Er ist noch relativ neu, aber ich glaube, das ist ein richtiger Kracher.